Heute mal eine andere Perspektive. Und zwar habe ich mir gedacht, dass wir heute mal unser Whip-and-Chat hier auf dem Balkon machen. Ich bin ja nicht zu Hause, aber ich habe hier einen Balkon und kann den gerade auch nutzen. Und ich dachte mir, filmen wir hier mal. Also, ich will einen Whip-and-Chat mit euch machen. Und zwar habe ich noch gar nichts zum Pride Month beigetragen. Und ich habe doch noch das hier. Ja. Von Diamond Art Club. Pride heißt es. Es ist total süß und schnucklig und klein. Es ist nämlich nur 33x33 cm groß und ist von Tim Coffey und hat aber stolze 50 Farben. Guckt euch das mal an. Ha. Hier sind sie. Eckiges Kit. Ich verlinke euch auch mal das Unboxing dazu. Das war letztes Jahr, meine ich. Und oder vorletztes Jahr sogar. Ich glaube letztes. Und ich wollte das unbedingt machen jetzt. Und da habe ich mir gedacht, so, wenn nicht jetzt, wann dann? Also machen wir das hier heute zusammen. Und vielleicht kriegen wir es ja sogar fertig. Wer weiß. Und ich mache auch bei dem Kit jetzt was ich sonst nicht mache. Und zwar werde ich Farbe für Farbe painten. Ne? Das heißt, ich mache jetzt wahrscheinlich erstmal den Hintergrund, dann den Ring, Regenbogen. Das mache ich sonst nicht. Aber ich möchte jetzt die paar Steinchen nicht abkitten. Mal gucken, ob das gut geht oder ob ich nachher oder ob ich nachher nur am Motzen bin. Los geht's. Wir sehen uns gleich mit einer anderen Perspektive. So, von der anderen Seite. Ich habe mir so einen schönen Eiskaffee hier gemacht. Ja. Und das ist der zweite, weil den ersten habe ich gerade beim Umstecken der Kamera einfach mal über das komplette Bild verteilt. Hier hinten sieht man es noch. Da. Das Schwamm. Also auch hier so ein bisschen drunter. Gott sei Dank lässt sich das alles, und das ist jetzt mal kurz der Beweis, mit einem nassen Lappen alles wegmachen. Also sowohl hiervon als auch hier von der Klebefläche. Und sobald die abtrocknet, klebt die auch wieder richtig. Also, puh, ne? Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert. War aber erstmal ein Schreck, weil das ja natürlich auch... ich meine, das ist ein Eiskaffee, der ist ein bisschen süß, der klebt halt auch ein bisschen. Ne? Ist halt kein Wasser, aber ansonsten, wenn ihr Wasser drüber schüttet, keine Angst. Aber das war so ein typischer Katrin. So, dann bekleben wir jetzt das Bild erstmal hier mit Washi außenrum. Und ich werde dann tatsächlich so arbeiten, dass ich die Hälfte hochschiebe, hier dann die Farbe mache, die ich machen will, und dann andersrum. Ja, weil ich, wie gesagt, ja, hier nicht abkitten will und auch diesmal das Ganze nicht in Bereiche einteile, sondern mal probieren möchte. Oh, ist das schön, das Washi. Eine Farbe nach der anderen zu machen. Fertig. So, ich habe mir auch einfach hier das Zubehör aus dem... Na, wir nehmen mal einen größeren Mehrfachsetzer aus dem Toolkit genommen. So, damit arbeiten wir heute. Und ich habe hier noch ein etwas größeres Schiffchen. Ich glaube, das ist ein älteres Pichu Moon Art Schiffchen für ja, größere Farbmengen sozusagen, also für das Weiß hier zum Beispiel. Ja, das ist eine ganze Menge. Prösterchen. Das ist was ich im Sommer liebe, Eiskaffee. So, wie war denn eure Woche so, eure letzte? Wie war das Wochenende? Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start heute in die Woche. Und habt das Wochenende genossen, um ein bisschen aufzuladen. Und das so, ja, dass ihr, ups, wart ihr im Schwimmbad oder viele Leute grillen heute, sie waren halt einkaufen. Und super viele haben Grillkohle gekauft oder Grillfleisch. Also waren echt viele einkaufen heute.
Gefühl, ganz Deutschland grillt heute. Ich finde das Wetter okay. Also in der Sonne direkt würde ich mich jetzt nicht aufhalten wollen, aber so im Schatten oder hier jetzt auf dem Balkon ist das echt gut. Weil so ein ganz leichtes Windchen geht bei uns. Ja, das finde ich ganz angenehm. Und darum habe ich auch gedacht, ich setze mich mal hier raus. Und wenn gerade kein Auto vorbeifährt, so wie jetzt, ist es auch echt schön hier. Das Licht ist auch echt gut hier. Das ist echt, das ist wirklich schön. So. Ich glaube, dieses Kitty ist das kleinste, das ich besitze. Ich bin mir nicht sicher, ich müsste es nochmal nachgucken. Aber ich glaube, es ist das kleinste, das ich mein eigen nenne. Und ich finde es super goldig und wie gesagt, es gehört schon echt was dazu, als so kleines Diamond Painting so viele Farben zu haben. Ich frage mich überhaupt, warum hier gerade so viele Autos fahren. Die sollten alle grillen oder im Schwimmbad sein. Hier. Geht ja so nicht. Hi, Katrin aus dem Schnitt hier. Der Autolärm wurde einfach definitiv zu laut und darum habe ich mir gedacht, komm, wir gehen hier ins Timelapse und ja, und ihr könnt ein bisschen zuschauen, wie ich hier so anfange, den Hintergrund zu painten und euch da einfach mal ein bisschen bei zurücklehnen und Spaß haben. Na, bis gleich. Wir haben den nächsten Tag. Sydney und ich gehen gerade spazieren. Wir sind ein bisschen spät dran. Es ist nur schon 9 Uhr. Und normalerweise gehe ich gerne so zwischen, ja, so spätestens 7:30, 8. Weil es dann noch schön kühl ist. Es wird jetzt schon wärmer. Nichts für den Hund. Und ich finde es dann auch nicht mehr so schön. Ich liebe es nämlich morgens
hier so im Wald ein bisschen zu gehen. Wir sind hier am Waldrand, deshalb hört man mal wieder Autos. Hört sich schlimmer an, als es ist. Wir sind hier tatsächlich auf dem Land. Ich habe gestern noch relativ lang gepaintet und dann haben wir noch ein bisschen Unlock gespielt. Das ist so ein Exit-Spiel mit Karten, Rätselspiel, und das war ganz lustig. Ich habe den Hintergrund fast fertig. Den mache ich jetzt nachher noch fertig und dann mal gucken, ob ich mit den Farben heute noch weitermache. Aber was ich mir überlegt habe, ist mal zu gucken, oder mich hat da mal interessiert, wie lange brauche ich denn eigentlich für ein Bild. Und bei so einem kleinen Bild kann man das eigentlich immer ganz gut mittracken. Und das habe ich auch gemacht und tatsächlich jetzt für den Hintergrund 3 Stunden 25 gebraucht. Wow! Bei einem 33x33 cm Bild. Gut, es war jetzt halt eben kein einfarbiger Hintergrund, sondern es ist schon ein bisschen Konfetti. Also es ist ein sehr kleines Bild, aber es ist ein sehr viele Farbenbild. ich bin gespannt. Ihr könnt ja mal kurz das Video pausieren und euren Tipp unten angeben, bei was wir am Ende landen werden von der Anzahl der Stunden in den Kommentaren. Das wäre doch mal ein ganz lustiges Spiel. Dann mal gucken, nachher dann mal melden, ob ihr recht hattet oder nicht. Das können wir ja mal sehen. So, Sydney und ich gehen jetzt hier noch ein bisschen weiter am Waldrang lang, bevor es zu heiß wird. Genau, und wir sehen uns gleich wieder am Painting-Tisch. Wir painten gleich noch ein bisschen zusammen, würde ich mal sagen. Bereit? Los geht's! So weit sind wir jetzt schon. wir haben den Hintergrund fast komplett. Ne? Die habe ich noch weggelassen, weil die hier im Gelben gleich vorkommen. Wir haben das Lilane und wir haben das Bläuliche. Genau. Und ich habe mir jetzt überlegt, halt eben nachdem ich den Hintergrund hatte, dass ich von innen nach außen den Regenbogen mache. Weil ich ja ein Farbtütchen nach dem anderen mache. Ne? Also ich habe sie mir hier so ein bisschen regenbogenartig dann auch sortiert. Ne? Die grünen, die gelben, die bräunlich-orangenen und die roten. So wie wir es hier auch haben. Und so gehe ich dann von innen nach außen vor. Und wenn ich was habe, was auch in dem Kerlchen oder hier in dem
Herz vorkommt, dann setze ich das natürlich auch gleich ein. Ne? Die Folie mache ich wieder komplett weg. Wenn du sowas auch machst, mal bei dem kleineren Kit, guck, dass du dir irgendwie markierst, wie rum die Folie gehört. Weil wenn du die falsch rum draufklebst, hast du richtig ein Problem. Ich habe mir da einfach den Magneten drauf gemacht und da, wo das Herzchen ist, ist oben. Da, wo ich bin, ist oben. Und jetzt werden wir hier nach und nach eben diesen Regenbogen abarbeiten und ich nehme euch hier wieder ein bisschen mit. Ich finde es übrigens total cool, dass der Hintergrund nicht eine Farbe hat, sondern ne, so eine Mischung ist und durcheinander so ein bisschen und auch die Farben, wenn ihr hier mal guckt. Hier, das ist kein klares Lila, sondern da sind auch andere hellere Lilatöne und ein paar LBs mit reingemischt und dann kommen davon wieder welche hier mit drin vor. Also ich finde, dass das genau das Diversity ausmacht und darum finde ich, dass dieses Kit hier die Botschaft richtig toll rüberbringt, weil es eben auch die Farben im Regenbogen nicht so doll voneinander abgrenzt. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich finde es super. Wir painten jetzt hier mal noch ein bisschen und ja, dann nehme ich euch natürlich gerne mit. Hi, so, fertig. Dieses schöne Stück Kunst ist fertig. Ich finde es richtig toll. Wie gesagt, die Farben sind nicht so komplett voneinander abgegrenzt, sondern gehen ineinander über. Es ist nicht so klare Abgrenzung da. Es ist natürlich dementsprechend Konfetti gewesen, 50 Farben in der Größe. Es war ja ist 33 x 33 cm. Ich finde es toll. Oh, jetzt glitzert. Super viel Spaß gemacht. Obwohl ich das, wie ich es jetzt gepaintet habe, eigentlich nicht so gerne mag. Ne? Dass ich eine Farbe nach der anderen gemacht habe, finde ich es immer ein bisschen stressig, weil
so einer großen Fläche, weil ich immer irgendwo eins vergesse. Ne? Wir kennen sie alle, die aufpoppen dann plötzlich. Und dementsprechend habe ich mal das Gefühl, dass es dann länger dauert für mich. By the way, länger dauert. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? Ich habe am 24.06. angefangen und jetzt am 28.06. heute jetzt habe ich das beendet, also 4 Tage. Aber was habe ich denn jetzt eigentlich in Realtime gebraucht? Das hat mich wahnsinnig interessiert und darum habe ich einen Tracker laufen lassen. Der Time-Tracker hat mir verraten, dass ich in diesen 4 Tagen eben Realtime 8 Stunden und 45 Minuten an diesem Bild gearbeitet habe. 8 Stunden 45 für 33 mal 33. Da können wir jetzt mal die Matheaufgabe machen, wie lang ich dann eben pro Zentimeter gebraucht hätte oder pro Steinchen. Aber was ja hauptsächlich zählt, ist, dass es mir Spaß gemacht hat, dass ich dabei gut abschalten konnte. Und das ist ein großartiges Bild ist. Mich hat es aber tatsächlich mal interessiert, wie viel ich wirklich Realtime dafür gebraucht habe, weil man hat ja überhaupt kein Zeitverhältnis. Und ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch gedacht, dass es viel, viel länger war. Ich hätte jetzt so mit 15 Stunden oder 20 gerechnet. Also vom Gefühl einfach her. Jetzt aber noch was, wie habe ich mir die Zeit vertrieben, während ich eben an diesem Bild gearbeitet habe. Ich habe wie immer oder wie meistens ein Hörbuch gehört. Und dieses Hörbuch war einfach fantastisch. Und zwar habe ich Steve Kavanagh 13 gehört. Und in diesem Hörbuch geht es diesmal nicht um einen Ermittler, sondern um einen Anwalt und um einen Serienmörder. Und dieses Buch ist so ganz anders. Und obwohl man von der Beschreibung schon her weiß, okay, das hat irgendwas mit den Geschworenen zu tun und der Mörder ist unter den Geschworenen, hält dieses Buch die Spannung komplett aufrecht von Anfang bis zum Ende. Wir haben 2 Perspektiven und tollerweise in diesem Hörbuch auch 2 Sprecher. Einmal die Perspektive des Serienkillers und einmal die Perspektive des Anwalts. Und ja, ich weiß nicht, ich will euch nicht zu viel verraten vom Plot tatsächlich. Es wird relativ schnell klar, warum ist dieser Serienmörder in der Jury und worum geht's eigentlich. Aber trotzdem hat das Ganze einen Plot-Twist. Ja? Man bangt bis zur letzten Sekunde mit, was passiert jetzt? Kriegen sie es raus oder nicht? Wie passiert es? Und natürlich haben wir auch hier wieder einen Protagonisten, auch wenn es nicht der Kommissar ist oder der Ermittler, sondern eben der Anwalt, der auch seine eigenen Problemchen mitbringt. Ich weiß nicht, ob 13 Teil einer Reihe ist oder nicht, aber ich werde definitiv Steve Kavanagh auf dem Schirm behalten und mir jetzt sofort bei Audible die anderen Bücher von ihm auf die Merkliste setzen beziehungsweise direkt das nächste runterladen. Das Buch gibt es ungekürzt, soweit ich weiß, nur bei Audible. Ich verlinke dir das Buch einmal unten, dann kannst du dir bei Amazon nochmal angucken, worum es genau geht und dir nochmal die Beschreibung durchlesen. Und ich packe dir unten auch einen Link rein für Audible. Da kannst du 30 oder 60 Tage testen, völlig kostenfrei, je nachdem, ob du eben Amazon Prime-Mitglied bist oder nicht. Völlig kostenlos, du kannst dir ein Hörbuch runterladen und beziehungsweise 2 und dann direkt kündigen, wenn du da keinen Bock drauf hast. Ne? Also du musst das Abo nicht beibehalten, sondern du kannst eben, wie gesagt, den Monat testen, während des Monats auch direkt gleich wieder kündigen, wenn du ihr sagst, ah nee, Abo, aber du kriegst einfach ein Hörbuch umsonst, ist doch einfach, also ich finde es cool. Und ansonsten guck dir auf jeden Fall dieses Buch hier an. Vielleicht gibt es auch in einer Bibliothek, wie auch immer. Das Hörbuch ist auch richtig gut. Die beiden Sprecher, Thomas Meinhardt und Götz Otto, sind großartig und vertonen das wirklich gut. Es ist super spannend.
Ich bin an keiner Stelle irgendwie ausgestiegen, was ja schon mal passieren kann, dass man so vom Kopf her aussteigt. Ich bin immer dabei geblieben und konnte mich trotzdem auf das Bild konzentrieren und das war mega spannend und hat die Zeit eben ja super schnell verfliegen lassen. Gab es also sogar noch einen Hörbuchtipp von mir heute. Großartig. Ich hoffe, dir hat das Format gefallen. Ich habe es sehr genossen und ja, finde diese Art von Format gar nicht mal so schlecht. Schreib mir mal in die Kommentare, wie du diese Formatidee findest, ob das ausbaufähig ist. Ich weiß noch nicht genau, wo das hinführen soll, aber mir macht es super viel Spaß, wenn es auch mehr Arbeit ist als eben so ein normales Whip and Chat oder andere Videos, weil man eben ja länger dran bleibt, auch wenn es jetzt nur ein kleines Bild war. Mal gucken, ob ich mich das auch mit einem großen Bild traue. Daumen nach oben, würde mich wahnsinnig freuen. Schreib mir auch mal in die Kommentare, ob du von dem Autor, den ich dir gerade gezeigt habe, schon mal was gehört hast und ob du das Buch vielleicht auch schon kennst und wie du es findest. Und ja, ich bedanke mich fürs Anschauen, Einschalten und auch fürs Abonnieren. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, kannst du es hier gerne nachholen, völlig kostenlos. Gerne auch das Glöckchen aktivieren, damit du kein Video mehr verpasst. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns hier in meinem nächsten Video alsbald wiedersehen. Und bis dahin, passt du gut auf dich auf, bleibst immer schön kreativ und vor allen Dingen immer super entspannt. Bis dann, see ya!